Der ist zu Staub zerfallen. Erst nimm das raus! Ihr Essen, Sir. Ach, der Stress. Guten Rutsch, Ben. Ich hoffe, du hast einen tollen Sonntagabend und einen schönen Silvesterabend. Wie geht's dir denn? Schön, dass du reinschaust. So. Sag einmal, Alter, gutes Personal ist echt schwer zu finden, ne? Sperrstunde, zack, sind sie alle weg. Keiner macht hier was. Kann ich wieder alles selber machen. Ja, nix fertig repariert. Level 7 Verkaufsautomat freigeschaltet. Super. Und den Boxclub. Den finden wir in der Kneipe. Auf die dürfen wir nicht vergessen. Die Tasse ist klasse. Oh, das freut mich. Das freut mich sehr. Erst die Tasse, dann die Mütze. Jawohl. Lol. So, Tasse bestellt. Choppy. Dankeschön. Vielen Dank für deinen Support. Und viel Spaß mit der Tasse. Welche hast du dann bestellt, wenn ich fragen darf? Und du es uns verraten möchtest. Dankeschön. Also für was ich den Typen 1600 bezahle, frage ich mich schon. Erste Regel des Boxclubs, rede nicht über den Boxclub. Richtig. Richtig, genau das nämlich. So, wir sind Level 7. Die mit Bart. Jawohl, also die weiße quasi. Inlay Orange, ich nehme es an. Ne? Achso, wir haben hier noch Sachen zum Aufhängen tatsächlich. In den Pub. Ja. Machen wir sofort. Wir müssen hier nur dekorieren. Wir müssen hier nur unbedingt dekorieren. Es hilft uns alles nichts. Deko ist wichtig, ihr wisst Bescheid. Wir haben irgendwie nur zu wenig Platz. Ich nehme mal an, das muss immer unten sein, oder? Ja. Your only limit is you. Ja, gefällt mir. Gefällt mir. So, haben wir alles? Ja. Gut, dann würde ich nur gerne den Verkaufsautomaten nämlich zweimal. Gut, einer hätte gelangt, gell? Egal, scheiß drauf. Jetzt habe ich schon zwei, jetzt ist schon wurscht. Genau, ich kann den in der Umkleide nicht platzieren. Echt jetzt? Oh. Dann hätte ich nur einen braucht. Gut, dann heben wir den zweiten einmal auf. Bei den Motivationsbildschirmen würde mich interessieren, ob man einen eigenen Schriftzug wählen kann. Dann einfach Rudern reinschreiben. Das wäre geil. Das wäre halt für die Zukunft cool. Aktuell kannst du halt noch gar nichts machen damit. Das wäre halt super cool, ne? Das wäre lässig. Das stimmt. Das haben wir ja schon. Dann würde ich gerne mal die anderen zwei Latzugmaschinen austauschen gegen die. Und die zwei Ergos und die zwei Laufbänder. Das würde ich jetzt gerne mal machen. Okay, scheiß drauf, die tauschen wir auch gleich aus. Genauso die Handelbank. So, jetzt haben wir aber einiges zu tun. Oder auch wir wollen. Ja, wird auch super gut passen. Wird auch super gut passen einfach. Das stimmt. Das sind die billigen, oder? Welche warten jetzt die hoherwertige? Aber oh, wie sieht denn das jetzt? Die schauen ja alle gleich aus. Ja, aber ob er die richtigen abbaut, wobei ich glaube schon langsam, das waren alles die gleichen, das waren auch die gleichen tatsächlich, okay. Es waren alles die gleichen.
Bis wir in den Pub kommen, ist die Nacht rum. Komm, komm, ich schaff das. Alles gut. Wir sehen. Easy cheesy. Easy cheesy. Du wirst staunen, wie viel Zeit wir in dem Pub noch verbringen werden. So, dann haben wir jetzt nur eigentlich nur mit die Laufbänder und die zwei Ergometer. Perfekt. Wo sind die abgeranzten? Das hier. Könnte man noch viel mehr aufstellen von denen eigentlich. Jawohl, nice. Dann sperren wir zu. Danke für Hello Kitty. Muss ich das befüllen? Dafür brauche ich jetzt das Zeug, ne? Muss ich das einzeln machen oder was? Aha. Okay. Dann müssen wir Zeug kaufen. Hat der Shop noch offen? Wir sind gleich im Pub. Iris, wir sind gleich im Pub. Easy. Proteinshot. Pumpedict. Molkeprotein brauchen wir sowieso immer. Proteinmilch. Ja, Soda. Ah, scheiß drauf, komm. Kokosnussgetränk. Hundefutter brauchen wir auch immer. Wir kaufen jetzt alles. So, wir sind sowas von ausgerüstet. Mehr ausgerüstet kann es gar nicht sein. Ich weiß halt nicht, wie viele vor allem. Achso, du kannst eh nur. Oder? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich glaube, ich bringe nicht alles unter. Befürchte, wenn ich mir das Ganze anschaue. Oder doch? Doch. Ich glaube, du kannst alles irgendwie einmal. Ja, geil. Okay, perfekt. Ich glaube, da ist für alle, für überall Platz vorgesehen. Ja. Perfekt. Ein voller Automat ist ein guter Automat. Somit können wir zusperren, wir gehen ins Pub, Leute. Wer geht mit ins Pub mit mir? Wer hat Bock? Ich hör Gionia, da ist sie. Guten Morgen, hat schon geschlafen. Let's go. Let's go! It's a me! It's a Mario! Den Hund nehmen wir mit. Gionia geht mit. Gia hat gesagt, er lädt uns ein. Richtig. Geht aufs Haus heute. Geht aufs Haus. Kann ich hier irgendwas tun? Jetzt ist gut was los hier. Die Kundschaften, die tagsüber trainieren, saufen hier nachts. Super, das bringt's voll. Okay, wir können hier nichts tun. Boxclub kaufen, Level 7. Kaufen wir den Boxclub? Eins in den Chat. Wenn wir einen Boxclub kaufen sollen. Zwei ist einfach nur zweifache Eins, das passt aus. Knockout, Round One. So, wir kaufen. Wir haben den Boxclub. Das Event beginnt um 22 Uhr. Also, wir müssen um 22 Uhr müssen wir gestellt sein. Da ist irgendein Event. Alter, da kann ich meine Watschen austeilen. Ich wäre ein guter Boxer, glaube ich.
Also gut, 22 Uhr, dürft man nicht vergessen. Eine Runde Blackjack können wir spielen. Wer weiß, wie Blackjack geht? Ich habe keine Ahnung. Mindestens 5, maximal 1000. Ich bin alle, ich gehe ins Bett. Liebe Ivaneska, schön, dass du mit am Start warst. Es hat mich sehr, sehr gefreut. Wie gehabt. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Rutsch gut ins neue Jahr rüber. Schlafend mache ich normalerweise auch immer. Start mit viel Energie in den neuen Tag. Alles Liebe, alles Gute, viel Glück und Gesundheit für dich fürs nächste Jahr. Fühl dich festgedrückt und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. So, maximal 1000. Blackjack Pace 3 zu 2, Dealer Stunts und 17. Ich habe keine Ahnung, was es hier geht. Deal, Stand, Double Down. So, 1000. 1000 auf Deal. Ja, ist das das, wo man bis 21 spielen muss? Der Dealer ist bei 17. Du darfst auf 21 maximal, aber nicht drüber, oder? Stand, Double Down. Hit ist Karte, oder? Split. Was muss ich denn drücken? Hit. Hat der Fabian auch zwei Sachen? Nun, ehemalige Kollegen. Beide mit 20 Reihen, 4 bis 5 Tage die Woche ins Studio und jedes Woche saufen bis zum Erbrechen. Ist halt kontraproduktiv, ne? Guten Rutsch ins Bett und ins neue Jahr schlafen. Eine Karte. Blackjack war mit Kartenanzahl auf 21 kommen, ohne möglichst nah dran. Genau. Muss ich dann auf Hit jetzt klicken, ne? Ja. Sie haben 16, ist immer nur zu wenig, weil der Dealer ist bei 17. Wir müssen nur eine Karte ziehen, aber das kann jetzt voll in die Hose gehen. Dealer muss Karte nehmen, solange er unter 17 ist. Keiner darf über 21. Split wäre aus deiner Hand. Aus deiner einen Hand zwei Hände zu machen. Aha. Scheiße. Kann ich jetzt splitten? Oh, ich hab verloren, oder? Oh, shit. Ah, das können wir besser. Das können wir besser. So, Deal. 14. 18. Was ist Double Down? Doppelt oder nix, oder was? Jawohl, wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen, Leute. Perfekt. Lassen Stand. Ja, 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 ja. Perfekt. Komm, einmal noch. Einmal noch, wir zocken die alle ab. 20. Ja, komm. Oh! Ah, unentschieden. Frech. Warte mal ganz kurz. Moment. Chance auf Ass wäre futuristisch gewesen, das stimmt. Das stimmt allerdings. So, gut, haben wir Blackjack auch hinter uns und das Achievement freigeschalten dafür. Das passt auch. Gut, Event ist erst 22 Uhr, das heißt, wir können hier nichts mehr tun. Dann legen wir uns noch ein paar Stunden ins Bett. Um morgen den Club wieder zu eröffnen. Ja. Die Bude ist ein bisschen erdrückend. Ein bisschen ein schöneres Schlafzimmer wäre schön. Aber das stimmt. Glücksspiel an Silvester ist auch nicht gut. Ich bin überhaupt niemand, der Glücksspiele spielt tatsächlich. Also jetzt nicht um Geld, ja. So ist es mir wurscht. Aber nicht um Geld. Da bin ich raus. Da bin ich völlig raus. Da ist mir so leid um mein Geld. Ich spiele nicht einmal Lotto. So, bei Level Up können wir dann hier ausbauen und upgraden. Sag mal, gab es hier nicht eine Wohnung zu kaufen? Rudern, 82%, nice, Möpschi. Anzeige schalten. Ja, geil.
Wir müssen ein bisschen Werbung machen. So. Gab's hier nicht eine Wohnung auch? Hier, Wohnung. 10.000. Na bitte. Na bitte. Das sieht doch gleich besser aus. Kann ich hier auch was einrichten? Nee. Ach doch. Ein Verkaufsautomat kann ich mir... Hä? Okay, ich kann mir hier Geräte reinstellen. Okay. Was ist denn das da? Da ist auch was. Moment. Verkaufe deine Inventargegenstände. Oh, Schmetterlinge! Schmetterlinge! Wie süß! Dankeschön! Kann man hier Inventar kaufen für die Wohnung? Da kann man nur verkaufen. Okay, das ist quasi der Gemischtwarenhändler, der Gebrauchtwarenhändler. Da kann man Sachen verkaufen. Cool. So, wir müssen aufsperren. Leute, wir müssen aufsperren. Dankeschön, Yvonne. Das war jetzt süß. Die Butterfliegen wollte ich jetzt sagen. Die, na, Schmetterlinge. Na, oh, Gottes Willen, schreckt mich nicht so. Uiuiui. VIP, Butterfliegen. Ja, schön, schön, wenn die das amüsiert. Oh ja, der sieht wirklich creepy aus, das stimmt. Alleine der Blick. Das stimmt allerdings. Ha? Dankeschön. I give you my heart. No. Yvonne, dankeschön. Kommen bestimmt von einem anderen Kontinent. Oh, wow. Oh, wow. Die Butterfliegen, ja. Ja. Das hängt bei ewig nach mit dem Kontinent, das Ding. Die sind echt toll. Ja. Der Kontinent hängt bei ewig nach, Leute. Das sage ich euch. Ja. Tut mir leid, wenn ich jetzt ab und an mal kurz aufs Telefon gehe, aber ihr wisst ja, wie das ist, ne? Jetzt kommen sie alle um die Ecke. Bin gleich wieder bei euch. Ja, Feuerwerk! Es ist zu früh! Es ist zu früh! Aber schön! We are one, genau das. Huch, ich sollte echt nicht aufs Handy gehen, wenn hier Betrieb ist, gell? Genau, by the way, wenn hier irgendjemand allein rumgammelt und Gesellschaft wünscht, ist man im Discord sehr willkommen, richtig. Ihr könnt gerne am Drachenboot Discord reinschauen. Da werden jeden Tag viele, viele tolle Dinge geteilt, da ist wieder Lüstling. Würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr euch dort auch begrüßen darf. So, schleicht euch da. Wäre natürlich super schön, wer Bock hat, jederzeit gerne. Sagt mir nur Bescheid, wenn ihr rein joint, dass ich euch freischalte, weil sonst könnt ihr nirgendwo was schreiben. Genau, danke Asin fürs Posten vom Discord-Link. Mein Telefon ist still, okay. Aber Yvonne, ich brauche dir ja nicht schreiben. Ja, ihr habt ja hier. Alter, vor meinen Augen. Ich glaube, bei dir brennt's, Alter. Nee, echt. Geh mal in die Frauenumkleide. Das nehmen wir an, das war der Typ, ne? Dankeschön, Iris. Dankeschön. Also jetzt nimmt es aber ein bisschen überhand hier. Kann ich einen Schläger auch einstellen?
Wow! Genau, und für alle gilt nach wie vor, wer sein Dixbar-Account frisch hier mit, also sein Twitch-Account frisch hier mit Dixbar. Verknüpft, kriegt von mir ein gratis oder drei, also eine gratis Kiste tatsächlich. Einfach dann Bescheid geben. Das ist schon wieder einer. Das gibt's doch nicht. Was stimmt denn mit den Typen nicht? Und warum sind das immer nur Typen? Sind Männer echt so ätzend? Sind Männer wirklich so ätzend, hey? Da ist doch schon wieder irgendwo einer, noch einer, ja? Ah, da drinnen steht er. Und den kümmern wir uns gleich. Ja, komm raus da. Meins auch recht chill, aber ich ignoriere auch die meiste Zeit. Geh her gleich, ja. Wie hast du verdient, Alter. Das ist echt belastend, das sage ich euch. War gratis gibt's bei Dixbar Verknüpfung, ich hab's erst heute verknüpft. Bei uns gibt's halt mehr zu sehen als bei Männern. Ja, aber das ist ja nicht der Grund, dass die Männer deppert klotzen müssen, oder? Kann ja nicht sein. Verstehe ich halt nicht sowas. Da ist ja schon wieder eine, die sauer ist. Das ist unfassbar. So, wo ist er denn jetzt? Umkleide. Vielleicht haben die zu Hause nichts zum Gucken, ja wahrscheinlich. Ich find's trotzdem ekelhaft. Ekelhaft. Furchtbar. So. Haben wir da. Warte mal, wir schauen mal ganz kurz. Mitgliederliste, wir verdienen inzwischen fast 10.000 am Tag, das ist ja gut. Reiniger, Barmitarbeiter, Sicherheitspersonal, top, du bist angestellt, du hast den Job, mein Lieber. Und da auch, Bar auch, so, scheiß drauf, jetzt geht's los. Bringt es überhaupt was, wenn du dich schlägst? Ja, die verlassen ja dann das Fitnessstudio und die Dame, die sie belästigt fühlt, ist dann nimmer mehr sauer. Da, jawohl, den fühle ich, den Typen. Den fühle ich. Warte mal, wie ging denn das jetzt mit dem... Heute 22 Uhr dürfen wir nicht vergessen. Jawohl. Oh, wie gut. Ah, da stinkt wer. Ach so, ja, brauchen wir nicht mehr. Nimm ich jetzt auch, wenn ich stinke, denn sonst sage ich winke, winke und goodbye. So, jetzt können wir uns ja da voll auf das konzentrieren hier und auf den Ausbau und so. Gut, der ist am Reparieren, das passt ja. Der Jason Momoa ist am Saubermachen. Und der macht hoffentlich seinen Job anständig hier. Ja, super.
Könnte man eigentlich wieder ein bisschen shoppen, also einkaufen gehen, damit uns die ganzen Sachen für den Automaten und so nicht ausgehen. Um 22 Uhr haben wir das Event im Boxclub, lieber Alex. Ich glaube, die Vorräte gehen uns dann so schnell nicht aus. Sagt mir mein Gefühl. Hoppla. Bisschen was lassen wir hier im Laden stehen, dass die anderen auch noch was kaufen können. Oh! Hi! Hi! Oh, wie gut! Was? Ich habe gerade meinen Namen gehört. Ihr habt ja gerade erklärt, was mit 22 Uhr ist, aber ich gebe es jetzt auf. So, die arbeitet auch fleißig. Sehr schön, wie das läuft. Das gefällt mir. Jetzt bräuchte man eigentlich nur jemanden. Ich habe gerade im Discord geredet und es deshalb nicht mitbekommen. Nö, lass es dir vom Chat erklären. Vielleicht erklärt sie jemand. Also jetzt wird es ein Selbstläufer der Laden, glaube ich. Level 8, verdauert nur ein bisschen, dann können wir ausbauen. Ich will halt den Swimmingpool, ne? Ich will den Swimmingpool haben. Ja, Löbel, trink das Wasser. Danke schön. Dankeschön. Dankeschön, Fanny. Genau, um 22 Uhr ist das Event in den Boxdings. Wir haben übrigens eine 99% Bewertung. Hier im Dingsbums. Oh, Leckerli. Möpschi löst Leckerli ein. Glaubst du, können wir das weiterlaufen lassen? Hier das Ding wäre ein paar Leckerli geben. Das geht, oder? 51. Leckerli schon. Dankeschön, Möpschi. Läuft gut hier. Läuft gut hier. In-game, Alex. In-game, 22 Uhr. Einmal mit Profis. Afonia. Na komm. Der Möpschi hat schon wieder eingelöst für dich. Hat aber die liebe Dame, da will vorher noch was. Warte mal. Hör mal. Oh, jetzt hat man ja fast eine gescheuert. Die will nämlich eine VIP-Mitgliedschaft, weißt du? So. Dankeschön, Möpschi. Afonia sagt auch danke. Gymnastik ist fantastisch. Das ist das Motto hier heute. Ganz ehrliche Meinung, was sagt sie jetzt? Was sagt sie jetzt zu dem Game? Also das ist natürlich ein absolutes Trash-Game. Ich meine, das... Aber eigentlich finde ich es witzig. Also ich finde es durchaus unterhaltsam. Jetzt wird es natürlich irgendwo, sage jetzt einmal gut, jetzt langsam. Es wiederholt sich halt alles. Du tust halt wie immer in diesen Spielen irgendwann nichts anderes mehr. Ne? Dankeschön. Aber es macht Spaß, ich finde auch, ja. Ich finde auch, es ist halt alles dann wiederholend. Man kann sich halt jetzt nur vergrößern, man kann dann nur den Pool bauen, man kann nur Saunas und so und Spa-Bereiche bauen. Finde ich schon gut, ist schon nett. So, danke schön, Möpschi. Und danke, Fanny, für Trink was. Ist völlig okay und entspannt. Ja, das sehe ich auch so und das soll es sein. So, wir warten auf weitere Mitglieder.